Quali. Starker Regen, okay. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? So, mal schauen, welche Reifen mir mitgibt. Weich, okay, dann muss ich halt in einer Runde eine gute Runde hinbekommen. Dann warte ich diese 15 Sekunden. Dann geht's los. Und vielleicht sind 20 sogar besser. Auf diesem Kurs hat man sowieso nur etwa eine Runde. Und auf geht's. So, nur noch diese Haarnadel. Wie man sieht, fängt es jetzt an zu regnen. Das ist eine gute Zeit, um die Runde sofort zu beenden. Möglichst ohne Fehler. Das ist mir gelungen. Eine 58-20. Jetzt können Rundenwerten eher langsamer werden als schneller. Durch den Regen. Schaden jetzt sowieso. Hab's ja gesagt, wir haben nur eine freie Runde. Ganz gereicht. Okay, schade. Sehr schwierig. Ich weiß auch wieso. Quali-Runden fahren. Ja, okay. Kommt nur das Ziel. Also die letzte Qualität war wirklich ziemlich schlecht.
Glücklicherweise habe ich die Quali schon vorher eigentlich geschafft. Und wie? 58,20 und die beste Zeit vom BMW ist 1 Minute 04. Okay. BMW, JP Giesse, BMW, Courage, Courage, Jöst, Lafilière, Lafilière, Philipp Gasch, Krämer, Philipp Gasch, Pilot, Pilot, Krämer. Auf ins Rennen. Sonnenuntergang. Okay, damit müsste es sonnig sein. Und sonnig bleiben. So, also Reifen hart, Steuerung langsam, Aero hoch und rennen los. Das ist gar nicht gut, er ist einen Platz Zumindest besten zurückgefallen. Start kommt man es auch schon. Er fährt einfach fantastisch. Einen Platz verloren, das geht noch. Auf dem BMW fühle ich immer meine Startposition, falls ich mal vorne stehe. Oh, ein böser Crash! Holen ist hier nicht leicht in diesem Spiel. Zumindest nicht ohne Feindberührung. Warum sind BMW einfach super schnell? Guter Beweis und stärkster Prototyp. Aber trotzdem. Was für eine Leistung! Er ist in Führung gegangen! Das muss ich halt. Was soll das denn geben? Ja, genau. Ich kann ja auch gleich von meiner Nase fahren und mich blockieren. Und wenn ich sage, jetzt kann ich versuchen, Vorsprung herauszufahren und abzuhauen. Da stand er schon vor meiner Nase. Den Teil sollte ich ihm abhauen können. Er ist von der Piste abgekommen. Ah, natürlich. Natürlich dann auch immer der grausamste und zeitraumste Fehler von allen. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr überlegt.
Diese Reifen kriegen wirklich eine Menge Dreck ab. Ach nee, rutschig. Das kann tatsächlich nicht sein. Und auch nicht. Diese Reifen kriegen wirklich eine Menge Dreck ab. Der Kerl ist verrückt. Der Kerl ist einfach total weich in der Birne. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ob er mit dieser Karosserie noch weit kommt? Fährt der Idiot mich einfach mal so an? Was soll ich da machen? Ach, scheiß drauf, geh ich in die Box. Repariert den Scheiß. Und er ist in der Box. Hart. So. Versuche ich halt nochmal nach vorne zu kommen. Tanken muss ich, glaube ich, nicht. Nee, das sollte reichen. Zurück im Rennen nach dem Boxenstopp. Mal sehen, wie es ihm ergehen wird. Dank diesem Idioten bin ich natürlich sehr weit zurückgefallen. Ja, na toll. Kommt auch noch kleine Bugs. Alles nicht brauchen. Er ist von der Piste abgekommen. Wow, das nenne ich fahrerisches Können. Er fährt einfach fantastisch. Vorbei. Er ist unter den ersten dreien. Ein böser Crash. Ah, du verfickter Scheiß-Vollidiot. Meine Güte. Ah. Ich möchte das kalte Kotzen. Also Idioten. Keine Ahnung, wo die Bahn gelernt haben, aber sicher nicht in der Fahrschule. Vielleicht im Führerschein der Lotterie gewonnen oder so irgendwas. Er ist von der Piste abgekommen. Was soll das denn geben? Toll, da liegt auch noch ein Auto auf der Strecke. Mitten auf der Ideallinie. Natürlich noch. Hat auf der BMW, glaube ich, auch nicht besser gewusst.
Dash Racing hat aufgegeben, zumindest einer der Fahrer. Ich habe es gerade noch rechtzeitig gesehen. Ah ne, Rucci, das kann ich nicht wirklich gebrauchen. Er fährt einfach fantastisch. Hoch konzentriert, deshalb sage ich einfach nichts. Hey, hallo? Was ist dir kaputt? Muss es gar nicht erst versuchen. Ich hab dich verrundet, Kollege. Jetzt bleibst du hinten. Da liegt noch ein und da liegt noch zwei. Was für ein Gemetzel. Kann man auf diese Strecke Motorschaden kriegen? Das ist ja fast unmöglich. Da liegt er. Da ist er. Was soll das denn geben? Das ist egal. Das Ziel ist nah. Und im Ziel. Sehr gut. Also, Jöst, BMW, JPGiese, La Filière, BMW, Krämer, Pilot, Krämer, Courage, Jöst, Philipp Gasch, Courage. Aber vom Punktestand her hat doch einer Punkte gemacht. Und vom Vorsprung her, ja. 42 Punkte. Das ist gut. Okay. Dann breche ich hier wieder ab und mache gleich das letzte Rennen. Bis später.